Wir sind ja auf dem Betrieb von Martin Spaltmann in Wesel, spezialisierter Putenmastbetrieb. Wir wollten einen kleinen Überblick über die jetzige Situation geben. Die Situation ist, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Preise sind sehr gut, der Markt ist sehr flott, bedingt durch nicht belegte Stallplätze, durch die Geflügelgrippe und Einstallverbote. Was uns aber noch das weinende Auge beschert, sind die Laute, die von Berlin bis hier kommen, dass unser Landwirtschaftsministerium eine neue Putenhaltungsverordnung auf den Weg bringen möchte. Und das ist eigentlich für uns ein Schlag ins Gesicht. Die Putenwirtschaft hat vor 10, 12 Jahren eine freiwillige Vereinbarung mit den Geflügelverbänden und den Marktpartnern geschlossen, dass wir von damals 70 Kilo auf den Quadratmeter, die rein tierschutzrechtlich erlaubt waren, auf 58 Kilo im Quadratmeter freiwillig zu reduzieren, um halt dem Tierschutz und dem Markt ein bisschen entgegenzukommen. Wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Dieses hat jetzt über ein Jahrzehnt hervorragend funktioniert. Jetzt kommt ein Cem Özdemir auf den Weg. Da ist keine bundeseinheitliche Verordnung gibt, möchte er gerne ein Gesetz auf den Weg bringen. Und er möchte gerne maximal 42, 43 Kilo im Quadratmeter. Und das ist ein Schlag für jeden Geflügel, also Putenmester in Deutschland, weil die Produktionskosten derart teuer geworden sind und dann noch weniger Kilogramm pro Quadratmeter, wo man die Kosten drüber aufteilen kann, ist einfach nicht machbar. Die gesamten Putenmesser in Deutschland haben sich auch diesem Gesundheitsmonitoring freiwillig angeschlossen. Das heißt, die Tiere werden mehrere Male begutachtet und auch nach der Schlachtung begutachtet. Das wird bonitiert und dann wird da ein Fazit rausgeschlossen, beziehungsweise Strafen für ausgesprochen. Was jetzt dann wirklich, wirklich schade ist, weil wir in Deutschland die besten, wir produzieren die besten Lebensmittel und wir haben die beste Geflügelhaltung der Welt. Und da stehe ich auch zu und da steht die ganze deutsche Geflügelwirtschaft hinter. Diese hohen Auflagen, diese hohen Tierschutzauflagen, den Tieren, denen es heute so gut geht. Und dann die Produktionsbedingungen hier so schwer zu machen. Im Ausland ist schon ein Positionieren an den Grenzen zu sehen, im Osten, in Polen. Wird drittgrößter Geflügelexporteur in Europa oder auch an den Westgrenzen in Frankreich, der größte Geflügelfleischproduzent in Europa. Die freuen sich schon. Ja? Wir haben nur noch zwei Vermarkter in ganz Deutschland, die sich den Markt aufteilen. Und die haben natürlich die schwere Aufgabe, sich mit den Discountern an einen Tisch zu setzen. Jetzt ist diese Woche berichtet worden, dass Aldi jetzt vorprescht. Endlich mal haben die Stellung bezogen, dass sie jetzt nur noch Haltungsform 3 und 4 verkaufen möchten. Das ist schon mal eine Aussage. Ich denke nicht, dass wir als Erzeuger uns dagegen sperren sollten. Es ist eine Chance, dem Markt entgegenzukommen. Wir können ja nur das produzieren, was der Verbraucher gerne kaufen möchte. Wir müssen aber auch im Blick behalten, die Kostenseite. Ja, die Produkte sind jetzt schon so teuer im Supermarkt und die werden dann noch teurer. Das ist natürlich dann die Kunst des Einzelhandels, den Kunden nicht zu verprellen, ja, was der ja keine alternativen Produkte oder beziehungsweise das günstige Produkt nebenan im Regal, was aus dem Ausland eingeführt wird, zu kaufen. Weil diese Gefahr ist recht groß. Wir schaffen uns hier ab und die im Ausland reiben sich die Hände. Das kann nicht sein. Wir haben 2021 die Milchviehhaltung aufgegeben. Das hat sich nicht mehr gelohnt, nicht mehr gerechnet. Jetzt haben wir damit angefangen, die Stelle der Umnutzung in Geflügelställe zuzuführen. Jetzt ist natürlich das schwierig, was machen wir? Jetzt haben wir schon einen kleinen Wink bekommen, dass Aldi Haltungsform 3 und 4, okay, wissen wir müssen dann Haltungsform 3 und 4, ist eine Aussage. Beim Umbau kann ich das berücksichtigungsgenehmigungstechnisch, aber in den vorhandenen Stellen, wie kriegen wir das genehmigungstechnisch hin? Das ist ein Riesenproblem. Und wenn die Bundesregierung meint, die Auflagen hier so derart zu verschärfen und dann günstig aus dem Ausland zu importieren, das finde ich nicht fair.